Hallo Leute, da bin ich wieder. Es geht weiter mit Dread Out. Ich laufe ins Licht, ich laufe ins Licht. Wir beginnen damit, ins Licht zu laufen. Und ich kann nur hoffen und hoffen und hoffen, dass ich es diesmal hinbekomme. Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, dass ich zuletzt gespielt hatte. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bammel davor, weil ich zu pessimistisch vielleicht bin, weil ich immer denke, ich schaff's ja eh nicht. Und ich versuche da echt an mich zu glauben. Aber es war das letzte Mal so schwierig und so anstrengend. Und ich habe dann echt irgendwann das Gefühl gehabt, boah, ich werde das nie schaffen. Ich hoffe, dass vielleicht so eine Pause auch mal ganz gut ist bei solchen Spielen und dass man es dann per Glück, Zufall es hinbekommt. Meine Taktik wird diesmal halt sein, dass ich natürlich genauso wie vorher die ganzen Fotos erstmal mache, diese 5, 6 Stück oder so, wie viele das auch sind. Und dann, hoffe, dass ich mit so einem, wenn sie direkt vor mir steht und auch mit dem Risiko, dass sie mich ersticht, ich so vor ihr stehe, dass sie irgendwann vielleicht glücklicherweise mal die Kamera noch hinhält in die Höhe und ein Foto von ihrem Gesicht macht. Ich muss es halt schaffen, sagen wir es mal so, dass sie die Kamera wirklich nach oben macht. Und das Problem ist, wenn ich mit dem Controller halt, mit dem Joystick so nach oben drehe, dann ist der Moment meistens schon vorbei. Also die Zeit reicht nicht. Sie hackt dann mit ihrer Schere los und das war's dann meistens auch schon. Und dann bin ich meistens tot, vor allem ich komme immer aus der Ecke dann auch nicht mehr raus und das war's meistens dann. Aber wir versuchen oder ich versuche mein Bestes, euch zu unterhalten. Der Hofnarr ist wieder da. So, wie ging das jetzt nochmal? Das fängt ja gut an. Aufwärmphase, nennen wir es Aufwärmphase. Etwas zu laut eingestellt. Oh, da ist sie. Komm, das ist hoch. Das war Nummer 2. Leider wurde ich schon getroffen. Na, wo ist sie? Da. Nummer 3. So ganz knapp getroffen. Lieber so nach oben halten. Ich glaube, das war Nummer 4 jetzt. Komm schon. Es läuft ganz gut. Ich wärme mich auf. Ich hoffe natürlich, es klappt auch ohne Aufwärmen. Da. Raus aus der Ecke, raus aus der Ecke. Na komm, mach das Foto. Sie stirbt mir weg. Nee, sie stirbt mir so weg. Shit. War das jetzt schon die Schnelle? Ich glaube, das war jetzt schon die Schnelle. Das war schon da, wo ich jetzt hätte aufpassen müssen. Das heißt, der 5. Schuss? Ich weiß nicht. Einige von euch haben auch gesagt, je öfter ich sterbe, desto weiter weg ist das Licht. Ich hoffe nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Also ich habe drauf geachtet manchmal, aber manchmal kam es mir doch immer wieder gleich weit vor. Ich weiß auch nicht. Wir werden es, oder ich werde es weg unterhalten müssen mit... Wie war euer Tag? Habt ihr schon lange drauf gewartet, dass der nächste Part kommt? Viele Taktiken habe ich dazu ja nicht bekommen. Ich hatte bei Facebook gefragt, was fällt euch dazu noch ein und so. Einige meinten, ja, lauf mal weiter weg. Und verschafft ihr Raum. Aber wenn sie so schnell auf einen zugezappelt kommt, dann weiß ich auch nicht, was ich dann machen soll. Ja, wie man gesehen hat, wenn ich direkt vor ihr stehe, dann macht sie kurz die Kamera hoch und lässt sie sofort wieder fallen, sobald sie einen Stich kriegt. Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll, echt. Also, die ist so schnell hinter einem her. Ich habe keine Ahnung. Ich bin zu
blöd, nicht schnell genug. Ach ja, was mir noch eingefallen ist, ist, ich hatte bei der Trash Tasmania, hatte ich mal reingeschaut und die hatte das auch nicht hinbekommen. Und später ist sie auch von Gamepad auf Maus und Tastatur umgestiegen. Das habe ich damals noch ausprobiert, ob ich das hinbekomme. Das Problem ist, ich bin jetzt überhaupt nicht an die Steuerung gewöhnt. Und als ich das dann so ausprobierte mit Maus, hatte ich das Gefühl, oh nee, das dauert noch länger. Vielleicht auch nur, weil ich es kurz probiert habe, aber jetzt bin ich daran gar nicht gewöhnt. Und sie hat es dann mit Maus und Tastatur erst hingekriegt, auch nicht mit Gamepad, weil vielleicht da auch das zu langsam geht von der Steuerung. Ich weiß nicht. Das wäre natürlich so eine Alternative, die man noch ausprobieren könnte. Dass es einfach mit der Steuerung zu scheiße jetzt ist und ich deswegen das auch nicht so gut schaffe. Aber irgendwie will ich es darauf auch nicht schieben, wo ich so denke, ja, die anderen Fotos kriege ich ja auch hin. Warum das dann nicht? Warum? Ich denke es eher, das liegt daran, dass sie so verdammt schnell dann ist. Da ist sie wieder. Ey, komm! Ja, dann lauf doch mal weg. Das war fies jetzt schon am Anfang, vor allem weil sie so oft getroffen hat. Das war das zweite Mal. Ich weiß nicht, wie viele Runden ich das hier noch machen werde. Ich hoffe nicht so viele. Irgendwie wusste ich, dass sie aus der Ecke kommen. Nummer drei. Boah, ich muss mich gleich mal konzentrieren. Nix sagen mal. Wenn es richtig hart wird, sage ich mal nix. Ich glaube, jetzt wird's übel. Scheiße. Applaus, Applaus. Boah, wie geil. Ich bin ganz rot. Ich bin ganz aufgeregt. Ich hab's geschafft. Director's Cut mit Errungenschaft. Oh, wie geil! Mir wurde gesagt, ich jubel manchmal nicht oft genug. Ich hab's geschafft. Oh, ich freue mich gerade so derbe. Ihr glaubt gar nicht, wie erleichtert ich bin. Ich hatte so ein Schiss, zu versagen. Kann ich die Schere hier aufnehmen? Gefunden, Schere. Diese Schere hat der Geist aus dem versteckten Kinderzimmer fallen gelassen. So, jetzt mache ich auch mal meinen Timer an. Den habe ich gar nicht angemacht gehabt. Ist egal. Kann ich da noch reingucken? Mit der Schere haben wir doch dann auch so, ne? Brauchen wir dann noch von diesem Schwein das Zeug? Ne, mit der Schere können wir vom Schwein das abschneiden. So sieht's nämlich aus. Wo ich immer dachte, dafür müssen wir das Jenglot nehmen. Dafür haben wir jetzt die Schere. Ist jetzt hier wirklich nichts mehr. Ey, wie geil. Wie geil. Ihr glaubt gar nicht, ich habe jeden Tag dachte ich, oh Gott, ich muss noch Dreadout aufnehmen. Mit Facecam. Bestimmt spiele ich eine Stunde, reg mich wieder voll auf, bin kurz vorm Heulen.
und darf dann nochmal alles machen, alles zusammenschneiden, voll die Schnibbelarbeit. Ey, ich hätte es echt nicht geglaubt, dass ich das jetzt schaffe. Unfassbar. Unfassbare Freude. Total gut. Okay. Jetzt vor lauter Freude vergesse ich, dass es hier auch noch Geisterschweine und Sonstiges gibt wahrscheinlich. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was sich denn jetzt auch getan hat, weil ich schätze mal, jetzt hat sich doch bestimmt hier auch wieder was verändert, oder? Kitty, was sagst du dazu? Bin ich gut oder bin ich gut? Ha. Okay, die gruselige Zeit fängt wieder an. Das war's mit Freude. Kitty, wo bringst du uns hin? Zu den Klos, nehme ich mal an. Immer zu den Klos. Hat sich denn da jetzt was getan? Können wir da jetzt rein? Nö, das Schloss ist immer noch kaputt. Mausezahn. Tut mir leid, aber... immer noch putt. Ich würde sagen, wir gehen runter zum Schwein. Um das Schwein zu erlegen. Schweini. Schweinlein. Ui. Hier sind diese besonderen Räume, wo der Ekelgeist, der Kotzgeist war. Ach so, und ich hatte mich angeblich auch vertan, dass die Scherentante gar keine Scherentante ist, sondern ein Mann. Was ich noch nicht ganz verstehe, weil für mich war es eigentlich eine Frau. Anhand der Kleidung, anhand des Babys und für mich sah das total aus wie eine Geisterfrau. Warum das jetzt ein Mann ist, habe ich noch nicht ganz verstanden. Vielleicht erfahren wir das ja aber auch erst später. War hier irgendwas? Ist da was in den Räumen? Hallo? Okay. Dann laufe ich hier eben eine große Runde. Weil irgendwo muss ich ja mal weiterkommen. Warum sieht jetzt hier eigentlich alles so komisch aus? Fällt mir ja jetzt erst auf. Ist das ein Schiff da draußen? Hier sind ja gar keine Wände mehr. Hier sind Gitter und ich kann rausgucken. Ich denke schon die ganze Zeit, warum sieht das hier so anders aus? Kann man da durch? Kann ich das wegschieben? Nö. Sollte ich vielleicht hier nicht so durchrennen, weil... höre ich das Schwein schnarchen? Hör das Schwein doch schnarchen. Völlig verkehrte Richtung bestimmt. Ist das hier irgendwo drinne? Schloss kaputt. Gefunden, Hauptschlüssel. Der Schlüssel stammt vom Hals dieses riesigen Schweinemonsters. Und jetzt ein fettes Foto davon machen. Oder lieber nicht. Wecken wir es auf. Oh, da draußen der Geist. Ich weck das Schwein lieber nicht auf. Scheiße, fuck, guckt euch das an. Screenshot. Was sind denn das da hinten? Moskitos oder so? Oh, wie gruselig.
Wie komme ich hier weg? Und wofür ist der Schlüssel jetzt? Komme ich damit... Nee. Wie gruselig. Da ist das Schwein ja auch zu Hause in der Ecke. Deswegen lag das hier auch. Da komme ich ja nicht weiter. Muss ich ja hier lang. Wie gruselig. Diese ganzen Viecher da auf einmal. Das ist halt immer... Das ist so... So wieder so ein Engine-Scheiß, ne? So... Man weiß nie, was kommt. Man macht irgendwas und alles ändert sich. Oh, ich krieg Angst. Ich mach trotzdem lauter, damit ich noch mehr Angst hab. Ich habe Angst. Ist hier was drin, ne? Kaputt. Was ist das? Was ist das? Boah, voll der Riesenschwarm. Mein Gott! Nein! Geh da rein, geh da rein! Nein! Mama! Lauf, 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 lauf! Lauf schneller! Ich hab Angst. Was ist das Ekliges? Und warum stirbt sie gleich? Kann man das fotografieren? Kann ich das wegfotografieren? Was zur Hölle war das? Oh Gott. Da kommt man so aus Jubel schreien und denkt, Scherentante, die ist schon gruselig. Die kriege ich jetzt erstmal... Oh, und dann so eine Scheiße, ey, in so einem Flur. Voll das eklige Frauenmonster. Was war das? Und was will sie von mir? Soll ich weglaufen? Oder soll ich sie wegblitzen? Also ein Foto sollte man ja zumindest mal versuchen, oder? Selbst wenn man weiß, dass ich jetzt drauf gehe. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Erstmal mit Foto. Wenn ich dann halt merke, es funktioniert nicht, laufe ich. Dann ist die nächste Frage, laufen, laufen, laufen? Oder in irgendwo reingehen? Das war gerade richtig fies mit der Tür. Dass ich die aufmache und dann da gar nicht rein kann. Oh, scheiße, was mache ich hier eigentlich, ey? Wie gemein aber auch, dass das mit diesem Jenseits hier trotzdem so lange dauert. Also wenn es wirklich so ist, dass es immer länger dauert, je öfter man stirbt, dann, ja, würde ich gerne immer wieder auch so ein bisschen bei Null anfangen. So pro Gegner. Sonst wäre es gemein. Auf der anderen Seite stirbt man ja eigentlich nur einmal. Und nicht 20 Mal oder 30 Mal. Okay. Jetzt mal wieder richtig hinsetzen hier. Startklar machen. Okay. Wieso läuft sie eigentlich so seitlich? Boah, scheiße, ey. Lauf. Ach, das geht. Wo soll ich denn jetzt hin? Das sind alles schwarze Räume, da
Da ist nichts bei. Linda? Linda? Och nö, Linda. Linda. Linda kann sich nicht mehr bewegen. Sie ist so steinerstarrt. Toller Bug. Ich freue mich. Reagiert hier sonst irgendwas oder nur noch Kamera? Okay, es reagiert nur noch Kamera. Da freue ich mich natürlich. Das ist schön. Linda! Und jetzt kommt der Geist. Ne? Jetzt kommt der Geist. Und ich kann mich nicht bewegen. Oh, scheiße. Komm. Ich kann nur die Kamera gerade bewegen. Was ist das denn, ey? Wie scheiße. Ja, weil ich die... Ich glaube, das Monster hätte jetzt auch schon längst kommen sollen. Ich glaube, dass man hier durch den leeren Gang gucken kann, soll man auch bestimmt gar nicht. Deswegen würde ich sagen, mache ich an der Stelle mal einen Cut, denn wir haben es ja bis hierhin geschafft. Und dann mache ich im nächsten Part weiter, wenn ich dann das Spiel mal neu gestartet habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.